Meine Damen und Herren, liebe Landsleute, liebe Gäste, leider kann ich dem Preußenschild heute nicht verleihen, aber ich gebe bekannt, dass der Bundesvorstand der Landsmannschaft Ostpreußen beschlossen hat, Dr. Barbara Löffke den Preußenschild zu verleihen. Die Verleihung wird baldmöglichst nachgeholt, denn Frau Dr. Löffke kann heute aufgrund eines Unfalls vor 10 Tagen nicht bei uns sein. Frau Dr. Barbara Löffke ist die Witwe des ostpreußischen Forstmeisters Hans Ludwig Löffke, der 1957 das Ostpreußische Jagdmuseum in Lüneburg ins Leben gerufen hat. Nach dem Willen des Gründers sollte es ein Ort der Bewahrung und der Präsentation der Provinz Ostpreußen in der Diaspora sein und den Westdeutschen das Land zwischen Memel und Weichsel nahebringen. Gemeinsam mit ihrem Mann setzte sich Dr. Barbara Löffke über Jahrzehnte nachhaltig für die Entwicklung dieser musealen Einrichtung ein, aus der sich schließlich das heutige Ostpreußische Landesmuseum entwickelt hat. Nach dem Tode ihres Mannes setzt sie das gemeinsame Werk bis auf den heutigen Tag fort und erhebt, wo immer nötig, deutlich und vernehmbar ihre Stimme für Ostpreußen. Der Brückenschlag zu den heute in Ostpreußen lebenden Polen, Russen und Litauern beruht nicht zuletzt auf der erfolgreichen Museumsarbeit. Die Landsmannschaft Ostpreußen wird daher Dr. Barbara Löffke in dankbarer Anerkennung ihrer in überzeugender preußischer Gesinnung und Haltung erbrachten bleibenden Verdienste zur wahrheitsgemäßen Darstellung und Vermittlung ostpreußischer Geschichte und Kultur den Preußenschild als ihre höchste Auszeichnung verleihen.